Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Willkommen zu den neuen Unboxing von der Degusta-Box. Bevor ihr euch fragt, wer liegt denn da jetzt neben mir? Die hier. Das ist meine liebe Katze Emma. Eine ganz süße. Manchmal auch ganz schön frech. Aber darfst du ruhig. Ne, Emma? Ne? So. Heute kam das Paket an, ungefähr vor noch nicht mal 3 Minuten. Hab gehofft, dass das heute ankommt, weil bei degusta.com stand bis zum 25. Das wäre Montag gewesen. Aber zum Glück wurde meine Gebete erhört. Kam heute an. Ich werde mich auch nicht spoilern lassen. Ich weiß nicht, was da drin ist. Die Box kaufe ich mir jeden Monat selber. Die kostet 14,99 inklusive Versand. Die ist jeden Monat kündbar. Ich bin echt mal gespannt, was da drin ist. Und falls der Artikel 13 durchkommen sollte, wundert euch dann nicht, wenn ich dann Dauerwerbesendung mache, auch wenn ich die Box mir selber kaufe. Jeden Monat. Nur zur Absicherung. Aber bis jetzt habe ich das bis jetzt noch nicht gebraucht, zum Glück. Und wenn, stört mich auch nicht. So, dann wollen wir mal kicken. Dann wollen wir mal das Siegel aufmachen. Dann wollen wir mal was rausholen. Erstmal die Spoilerkarte, die brauchen wir zuletzt. Wie immer. Wir wollen uns ja nicht spoilern lassen. Da bin ich mal gespannt. Oh, das fühlt sich nach Brot an. Harry Dinkel. Toastbrötchen. Ich habe die schon mal, glaube ich, im Laden gesehen. Mal gucken. An der Seite aufziehen, mit dem Verschlussetikett einfach wieder verschließen. So bleiben die Brötchen länger frisch. Haltbarkeitsdatum. Bei sowas ist es ja immer wichtig, wenn da schon Brote so drin sind, wie lange das noch haltbar ist. Das ist hier, ach, bis 2.4.2019. Also so lange halten die garantiert nicht. Dann habe ich hier schon was gelunkert gehabt. Kitzinger Backkönig. Infert Zuckercreme. Schmeckt köstlich. Als Brotaufstrich, im Mixgetränk, in Kuchen, Gebäck und Süßspeisen. Sagt mir jetzt nichts. Das kenne ich überhaupt nicht. Das ist das Schöne an diesen Boxen. Man bekommt Sachen zugeliefert, die man nicht kennt. Und man hat, oder man hat die schon gesehen, aber die sind halt viel zu teuer. Um hinterher festzustellen, das Geld hätte ich mir sparen können. Weil es nicht lecker schmeckt. Ist auch immer so eine feste Creme. Alter, das ist ja hart wie Kerzenwachs. Uiuiui, damit kannst du ja mal erschlagen. Kitzingen Main kommt das her. Also wenn du das auf Brot machen möchtest, dann frage ich mich, wie? Da bricht das Messer ja ab. Riecht auch ziemlich neutral, würde ich sagen. Mal gucken. Ja, also sagt mir jetzt gerade so nichts. Backkönig. Infert-Zuckercreme. Sagt mir nichts. Falls ihr das kennen solltet, schreibt das mal gerne in die Kommentare. Das will ich mal gerne wissen. Na, machen wir mal weiter. Bist auch gespannt, Emma? Bio-Kürbis-Tomate. Porridge. In 3 Minuten fertig. 100% vegan. Warme Hafermahlzeit mit wertvollen Haferkleie. Tomatenchips, Kürbiskernflocken und ganze Gemüsestücken. Verfeinert mit Kräutern und Gewürzen. Zum Aufgießen mit heißem Wasser. Ideal zum Frühstück als kleines Mittags- oder Abendessen. Sowie als Beilage.
Kenne ich auch noch nicht. Da bin ich auch mal gespannt. Da bin ich echt gespannt. Sieht da ein Produkt, was man so nicht kennt. Oh, da wird sich ja der Turbinator freuen. Ein YouTuber. Leas. Paprika. Mix. Da sind Quitsch, Bugless, Shields. Schön. Da brauche ich ja schon mal keine Chips kaufen. Geil. Sowas kann man mal gut gebrauchen. Jetzt noch ein kühles Bier, das wird garantiert dabei sein. Weil da ist wieder so eine Pappe dazwischen. Wegen Glas. Und bin mal gespannt, was da nächstes kommt. Loaca Kakao Milk. Loaca kennt man. Schön. Da mache ich jetzt meinen auf. Da bin ich mal gespannt, wie die schmecken. Oh, sehen so aus. Lecker. Sehr lecker. Letzten Monat hatten wir auch was von Wertes Echtes. Original. Nur die sind jetzt noch zusätzlich mit Schokofüllung. Also Karamell, Schoko. Auch Softies. Kann man nie was verkehrt machen. Die schmecken immer lecker. Wer das Original? Schön. Da freut sich doch wieder der liebe Silent Mike, dass da wieder was mit Karamell drin ist. Schöne Grüße. Da haben wir hier. Ui. Spritz Zero. Die Paolo De Martin. Pink Grapefruit. 5,5% Alkohol. Also so ein Cocktail. Machen wir jetzt nicht auf, weil das ist noch zu früh. Außerdem muss ich gleich noch Auto fahren. Ich habe eine Grundregel: Wenn ich Auto fahre, kein Alkohol. Da lebt man sicherer. Und man behält seinen Führerschein. Gucken wir mal weiter mal. Ein Glas. Na, komm raus. Zentis Erdbeermarmelade. 50% weniger Zucker. Feine Früchte. Ah, passt ja. Wir haben ja diese leckeren Brötchen. Dazu die Marmelade. Eine Tasse Kaffee dazu. Oder Kakao, wer keinen Kaffee mag. Um 50% weniger Zucker, das heißt also mehr Fruchtanteil, oder? Zutaten: 50% Erdbeeren, Wasser, Zucker, Geliermittel, Zitronen, Saftkonzentrat, Konzentrat aus Aronia und Holunderbeeren. 50% weniger Zucker im Vergleich zu einer Konfitüre extra mit einem Gesamtzuckergehalt von 56 Gramm pro 100 Gramm. Je 100 Gramm. 195 Gramm sind das. Also sind das ungefähr bei 60, 90 Gramm, an die 90 Gramm Zucker, das ist wenig. Wirklich wenig für eine Marmelade. Aber hier. Tea Time. Kappa, natural, fair und deliziös. Be happy. Bio-Gewürztee mit Zitrone, Zimt, Ingwer und schwarzem Pfeffer. Da bin ich mal gespannt. Also die letzten Teesorten, die waren immer richtig geil. Und da war der letzte Mal, im letzten Monat war da mit Apfel-Ingwer. Kann ich auch nur empfehlen, wer Ingwer mag. Der grüne Punkt. Dann riecht den Pfeffer und die Zitrone ganz leicht aus der Packung. Schön. Also Tee kann man immer gebrauchen, finde ich. Oder was meint ihr?
Auf jeden Fall ist die Verpackung, die Kartons sind nicht schwer gewesen. Da ist schon wieder die Kiesel dran. Und da haben wir als nächstes ein Fläschchen Bier. Boah. Neuseeler Klosterbräu Kirschbier. Das hört sich ja mal richtig lecker an. Mit 4,8% Alkohol. Also diesmal kein alkoholfrei. Das war das Klausthaler, das war mir zu herb. Sag es mal so. Also mein Geschmack war das nicht. Das werde ich mich heute Abend mal eine reinziehen. Also da bin ich mal gespannt. Jedes Bier ein Original. Oh. Neuzelle. Klosterbräu. Bier, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Kirsch, Muttersaft, infiltrierter Zuckersirup. Ey, Hammer. Hammer. Einmal. Uiuiui. Ja, deswegen ist sie so schwer. Valensina Tropical Frühstück mit Mango und Guavenmark. Also wieder so eine Superfrucht, gehe ich mal von aus. Pfandfrei, 1 Liter. Meerfruchtsaft teilweise aus Fruchtsaftkonzentrat, angereichert mit Vitamin C. Fruchtgehalt 100%. Das ist immer gut, 100%. Valensina Kids schmeckt gut und macht Spaß. Der neue Valensina Kids Fruchtmix. Zwei fruchtig erfrischende Sorten, eine praktische Flasche mit Sportcap. Und jede Menge Gutes. Ist noch mal ein bisschen Eigenwerbung drauf von denen. Und wer die noch kennt, Töre Benjamin Blümchen. Hab ich als Kind sehr gefeiert, die Serie. Kind Benjamin Blümchen. Wow. Wollen wir mal gucken, ob da noch was drin ist. Nicht, dass wir uns was. Nein! Das war die Box, die kann man jetzt mal hier irgendwo mal zur Seite legen. Und dann holen wir uns mal die Spoilerkarte. Oh, die hat eine kleine Delle. Egal, macht nichts. Auf der Seite haben wir jetzt einen Rezeptvorschlag von Harry Dinkel Toastbrötchen mit Guyana, Bratling, Möhre, Pesto, Portulak. Und da unten ist noch ein Rezept für dieses Backkönig. Feiner Apfelkuchen. Lecker. Ich liebe Apfelkuchen. Aber Kirschkuchen ist mein Favorit. So, jetzt gucken wir mal, was das so alles hier so gekostet hat. Wie gesagt, die Box kostet 14,99 € mit Versand. Nochmal zur Erinnerung. Dann haben wir die Leas Chips Mix. Hätte es in zwei Sorten geben, kostet pro Sorte 1,60 Runde auf. Also 1,60 für die Chips. Dann haben wir das leckere Bier. 1,79 €. Gut. Nicht gerade billig. Aber warum nicht? Zum Ausprobieren lohnt sich das auf jeden Fall. Dann haben wir hier die leckeren Loka Chips. 1,30, also über 1,60, 1,80, 1,30. Dann kommen die leckeren Harry Dinkel Toastbrötchen. Die kosten 1,30 €. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung der Preis. Also gibt schon teurere Produkte, teurere Brötchen. Dann haben wir diese Wertes 1,90, auch Standardpreis. Aber super. Freue ich mich, besonders das Silent Mike, der liebt ja alles, was mit Karamell und Erdnüssen ist, und Schoko und so. Dann haben wir das Produkt des Monats. 2,50 €, also für eine Marmelade ist das schon ein stolzer Preis. 2,50 €. Die Valesena, auch Standardpreis, außer wenn sie im Angebot ist, 1,80 €. Dann die Arauna Back kostet 1,65 €.
Wie gesagt, hart wie ein Stein. Diese Spezero kostet 1,40. Ist da Pfand dabei? Nein, so. Nee, pfandfrei. Steht drauf, pfandfrei. Das ist in Ordnung dafür. 1,40. Dann der Tee. Kostet 3 Euro. Da sieht man wieder, Bio und vegan gleich teurer. Junge, Junge. Also haben wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Sachen. Super. Also wieder einige Sachen, die man so halt nicht kennt. Ein paar Sachen, die man kennt. Wie die Verdes Original oder Valesina. Und was kostet denn eigentlich hier dieses? Steht kein Preis dran, sehe ich jetzt gerade. Eine Sorte pro Buch, also er hätte also mehrere Sorten gegeben. Ein guter Tag beginnt mit einem guten Frühstück. Das stimmt. Osterbrunchbox war das Thema. Da habt ihr erst nochmal Nachweis, was alles da drin war. So, meine lieben Freunde, dann würde ich mal sagen, das war wieder eine super Box. Ich bin echt gespannt auf das Bier und auf die anderen leckeren Sachen. Wenn euch das Video gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen, einen kleinen netten Kommentar. Abo da lassen, kostet euch nichts. Und die Glocke aktivieren, da verpasst ihr nie wieder ein Video. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende. Das Wetter ist heute nicht so schön wie gestern. Aber Hauptsache es ist trocken. Sonnig wäre es mir lieber. Ich war immer. Oh, was meinst du zu dieser Box und zu dem Wetter? Eine Meinung. Erst eine Meinung. No. So, dann zeige ich euch mal vorsichtig. Ich wackel mal mit der Kamera. So, da ist die liebe Frau Emma. Ne? Guck mal hoch, Emma. Ich bin kamerascheu. Na gut. Bis zum nächsten Mal, sagt eure Katze Emma. Miau. Und Bonn 1104. Bye.